Jo Leute, was geht ab zum neuen Video? Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und ihr habt gesehen, wir machen heute mit diesem fetten Toast hier eine Challenge, eine Wett-Ess-Challenge. Also wer am meisten halt snacken kann. Mega fett. Featuring Urge. Urge. Urge on. Das hat ja auch einen bestimmten Sinn. Und zwar hat er nämlich ein Video hochgeladen. Eigenwerbung stinkt, aber ich mach's trotzdem. Leute, ich hab ein Video hochgeladen, in einer Minute zwei Scheiben Toast für 50 Euro. Wer es geschafft hat, der hat 50 Euro von mir bekommen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Auf jeden Fall, guckt das Video an, macht's. Wenn ihr das Video gesehen habt, hier macht's nach. Versucht einfach mal eine Toastscheibe in unter einer Minute zu essen. Fast unmöglich. Auf jeden Fall dachten wir uns so, wir machen einfach so. Wie viele Minuten wollen wir machen? 10 Minuten, wer schafft mehr? So einfach, ganz easy. In 10 Minuten, wer schafft am meisten Toast? Ich denke mal nicht, dass wir hier die ganze Packung killen werden. Das glaube ich auch nicht. Aber es wird auf jeden Fall eine trockene Angelegenheit. Und... Ich hole meinen Timer raus erstmal. Für die Leute, die mich noch nicht auf Snapchat, Instagram kennen, ey, gönnt euch einfach mal ein Abo und macht mal ein bisschen die Abos voll. Schaut bei ihm vorbei, falls ihr Bock habt oder auch nicht. Also wieso eigentlich nicht, ne? Also, würde ich nicht machen. Aber auf jeden Fall gönnen wir uns diese Toast. Hier sind 20 Stück drin. 20 Stück in 10 Minuten. Ob das machbar ist, keine Ahnung. Ich denke mal nicht. Aber wir haben hier noch eine Strichliste. Vor allem das Video jetzt, ne? Wir werden nur essen, wir werden nicht reden, weil wir das ist ein Wettessen, Leute. Also fühlt euch jetzt nicht irgendwie, das ist richtig stumm. Wir wollen euch eigentlich unterhalten, aber wir unterhalten euch mit kaum. Also, ja, ich hoffe, es wird einfach witzig. Ja, in 10 Minuten versuchen wir so viel Toast wie möglich zu essen. Wir brauchen eigentlich eine Bestrafung, ne? Stimmt. Weil sonst wäre das Video gar keinen Sinn machen. Ich hol mal die Bestrafung. Ist ja quasi eine Challenge. Hä? Ich hol mal die Bestrafung. So, also wir haben uns jetzt noch diese Bestrafung. Stopp, ich erkläre das, ja. Es ist dein Video, du hast es erklärt. Also, ja klar, mein Video. Ja. Kurze Real-Life-Story dazu, ne? Wir haben uns jetzt eine Bestrafung ausgedacht. Und zwar, der verliert, muss so einen Harzer Käse essen. Viele Leute wissen, wie der stinkt, wenn man die Packung aufmacht. Es ist so ekelhaft, ne? Und zwar, kurze Real-Life-Story. Ja, jetzt nicht unbedingt schwarz-weiß mit trauriger Musik. Nein, das ist hieran, alles gut. Und zwar war ich letztens gegen Abend beim Sport. Ja, als... Boom, Junge, Alter. Lakshu. Nein, als Pumper, ja, isst man abends halt wenig Fett, viel Eiweiß so. Ich wollte mir eigentlich die hier holen, bei Rewe. Keine Werbung an der Stelle, ne? Das ist halt so harzer Käse und den kann man essen. Der ist nicht lecker, aber man kann ihn essen. Den gab's aber nicht, also habe ich mir diesen Harzer Käse geholt. Hab drauf geguckt, so, oh. Oh. Ja, liebe Zuschauer, wir haben, glaube ich, ein kleines Problem. Ich so, ja, oh, 30 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm, wieso nicht, ne? Kauf mir das, wollte direkt auf dem Weg nach Hause, nach dem Sport, wie gesagt, mir so einen Harzer Käse reinpfeifen, weil die sättigen und, ultra, haben gute Werte so. In der Tat. Dann mache ich den auf. Erstmal da, hätte ich fast gekotzt beim Autofahren. Dann, weil ich die eigentlich kenne. Die schmecken, die kann man sich geben, wie gesagt, ne? Steck mir den ganzen Mund. No homo. Ey, ich habe im Auto, beim Autofahren, habe ich einfach nur so ausgespuckt, weil es so übertrieben eklig war. Ja, und wer verliert, wer jetzt am wenigsten Toast ist, der darf sich halt einen ganzen gönnen. Muss runterschlucken und den vor der Kamera essen, so als kleine Bestrafung, würde ich sagen. Das Problem ist, ich habe nämlich vorhin schon gegessen. Also ich bin wirklich schon eigentlich satt, ich kann eigentlich nichts essen, aber ich muss... Genau das wollte ich auch noch sagen. Das ist richtig schlimm, aber egal, ich habe trotzdem Bock drauf. Ich würde so ein Ding, so ein... Was ist das für ein Käse? Harzer Käse. Harzer Käse würde ich nie im Leben so pur essen. Also hier an die Pumper, ne? Bevor er kam... No homo. Habe ich mir ca. einen Liter Tee reingepfiffen. Und ich habe auch gut gefrühstückt. Also beste Vorwahl... Also beste Vorbereitung ist da. Ja, normal. Ich würde sagen... Aber ich finde es trotzdem witzig, um einfach mal selber zu sehen, wie viel schafft man in 10 Minuten, weil ich kann mir völlig nicht vorstellen, wie viel man schafft. Da wir es auch nicht einfach so machen, einfach snacken und so, haben wir uns noch hier Wasser gegeben, weil ey, dann kriegt man so ein Pappmaul. Der ist normal so ein trockenes Toast, da kriege ich von einem schon richtig Pappmaul. Ich glaube aber, dass... Hallo? Sorry, mein Manager. Ja, nee, alles gut. Ja. Ihr könnt es euch ja vorstellen, wie es ist, wenn so ein trockenes Brot
Ja, einfach snackt und einfach dann aufgelegt, Alter. So ein Spasti, Alter. Ja, ich würde sagen, du findest den. Ja, findest den. Auf jeden Fall, ihr wisst ja, wie es ist, ne? Trockenes Toast zu snacken ist so widerlich, ist trocken. Ja. Ihr isst, wie es wisst, ne? Ihr isst, wie es wisst. Wir haben uns jetzt noch jeder ein Glas Wasser geholt. Warte, wollen wir vorher mal schätzen, wie viel wir ungefähr schaffen werden in 10 Minuten? Ey, 10 Minuten ist richtig. Vor allem, ja, das Video, das Essen wird ja eh so ein bisschen geschnitten, damit es nicht ganz 10 Minuten sind, wie wir einfach kauen. No homo. So, das Lustigste ist noch reingeschnitten. Okay, Schätzung, wie viel schafft man in 10 Minuten? Also, da ich in deinem Video gesehen habe, dass man einen Toast gerade so, wirklich sketchy, in einer Minute schafft. Gerade so. Ja. Manchmal schafft man es sogar gar nicht. Würde ich sagen, in 10 Minuten schaffe ich vielleicht 8 oder 7 Toast. Das ist schon viel. Okay. Wenn man sich das mal überlegt, das ist viel. Das ist die Hälfte der Packung. Aber wenn man das sieht, das ist voll wenig, oder? In 10 Minuten? Eigentlich ist es voll wenig. Okay, ich sag 6. 6? Boah, Junge, dann habe ich ja richtig hier Anspruch gemacht, Alter. Dann verkacke ich das safe. Okay, ich bin so gespannt selber. Warte, lass mal. Also, so richtig beantworten. Ich so. Ich würde sagen, warte, ich leg mir auch mal ein paar raus. Oh, die sind richtig warm. Oh, ich habe so Eierflattern, Alter. Gar keinen Bock, ey, es ist so trocken. So, hier dein Stift, mein Stift für Strichliste. Ja, wir machen uns eine Strichliste, damit wir selber wissen, wie viel wir überhaupt gegessen haben. Vor allem, bevor wir das überhaupt essen, ich habe jetzt schon ein Pappmaul. Weil ich dran denke. Ja, weißt du, ich denke schon dran und habe ein Pappmaul. Und ich will jetzt schon was trinken, so. Das Glas wird safe nicht reichen. Aber egal, jetzt haben wir genug gelabert und ich würde sagen, fangen wir an. Bist du bereit? Ja. Okay. Wollen wir uns schon mal an den Mund nehmen? No homo. Auf die Plätze, fertig, los. Boah, das ist trocken. Aber das ist anstrengend. Junge! Nein! Erstes Stück in 45 Minuten. Minuten, ne? Boom. Boah, das kostet mich. Ich hätte das in meinem eigenen Video fast selber geschafft, Mann. Ich hätte es eigentlich am Ende machen sollen. Ich bin selber überrascht von mir selbst, Mann. Mhm. Jo. Geil, so wie man isst, Alter, vor der Foodporn gerade. Okay, wir sind bei 2 Minuten. 2 Minuten um. Boah, sind doch schon 3. Zwei. Ich werde dich niedermachen, du wirst heute harter Käse essen. So schön ruhiges Video. Aber geil. Geht voll, Alter. Guck mal, schon 3 und schon 3 Minuten. Safety-Packung leer gleich. Mhm. 3! Dann muss ich schon verfünften. Boah, so ein Pappmaul. Alter, und so Bauchschmerzen. Ich werde das später auch bereuen. Vor allem, ich tut schon ein Kiefer weh. Das wäre so, als wärst du gerade aus dem Tuch gekommen, hättest du fetzen Kiefer, Kasper. Boah, man kennt's. Ich habe 5 in unter 5 Minuten geschafft, das ist gut. Mit Platz im Magen, Alter. Mir auch. Boah. 6 Stück in 5 Minuten. Ah, okay, ich hab noch einen Mund. 4 Stück in 5 Minuten. Hm? Ey, das Wasser brauchen wir gar nicht. Ich werde trotzdem gleich trinken, glaube ich. Es ist so widerlich, warum, Alter? Nimm mal ein bisschen Happen. Ich kann noch gerade, Mann. Dann nimm mal alles in einem. 5 Minuten hätten schon reicht. Jetzt sind wir erst bei 6 Minuten. Du bist einfach 2 im Voraus. Ich bin ein guter Esser. Mhm. Sieht man auch, Alter. Die checkt meinen Bizeps, Alter, und checkt dein. Man weiß, dass ich viel mehr Masse habe. Ich kotz gleich. Ich riech schon den Käse. Boah. Nächstes Mal machen wir nicht 10 Minuten. Mhm. Aber stopft richtig rein, Alter. Mhm. 8 Minuten am Kauen. Wenn du sonst nur anders. No homo. Guck mal, ich hab jetzt erst 6. Schade. Ich bin sonst nicht so einer. 30 Sekunden. Ich kann nicht mehr, das ist so anstrengend. Noch 5 Sekunden. Hey. Alter. Boah. Ich möchte nie wieder was machen. Das war so eine scheiß Idee. Ich hab so Pappmaul, ne? Ich auch. Ich hab immer noch einen ganzen Toast in der Fresse. Ich leg mich gar nicht mehr hin. Ich hab dich kotze. Wir muss noch zu Ende aufkommen, ne? Mach mal. Stößchen aufs Möschen. Okay, kann losgehen. Nächstes Wettessen. Ey, wenn du hier irgendwas vollrotzt, ne? Ich hätte richtig Bock auf den Döner.
jeder drei Döner in einer Minute. Ah, bitte mit extra viel Zwiebeln, ey. Alter, ihr könnt euch nicht vorstellen. Oh, ey, mir ist richtig heiß, weil es so anstrengend ist. Ey, es ist anstrengender, als zum Sport zu gehen. Ich verspreche es euch. Ich habe jetzt 7 Toast gegessen in 10 Minuten. Das war mein Ziel. 7 Toast in 10 Minuten. Vor allem, ich habe 6 am Anfang geschätzt. Das hätte ich selber nicht gedacht, aber 9. Also 7-9. Und ich hätte gedacht, du hättest viel mehr als ich, weil ich so oder so nicht reinhauen kann. Check mal, wie wenig hier noch drin ist. Die war mal voll. Die war mal full. Jetzt ist sie halt leer. Das waren gerade, die Hälfte von 750 sind 325. Nein, das sind 650. Nein, das sind 375. 375 Gramm habe ich gerade in mich reingefressen, also fast. In 10 Minuten. Vor allem jetzt muss ich auch noch diesen ekligen Käse essen. Ich kann jetzt schon nichts mehr essen, jetzt muss ich noch diesen ekligen Käse essen. Und ich weiß nicht, wie der schmeckt. Ich habe richtig Schiss davor. Also Leute, hier guck mal, ich habe sogar das, was ich im Auto ausgespuckt habe, hier wieder reingetan. Ey, gib mir das bitte. Bitte. Das ist sogar... Das Ganze! Ja. Wie groß ist das bitte? Was? Gib dir einmal eine richtig fiese Nase. Okay, ich bin für heute safe erstmal gesättigt. Du gleich auch. Nee, jetzt kommt erstmal das Dessert, Alter. Boah, vor allem ist das fühlt sich an wie Gummi. Vor allem, wenn du reinbeißen wirst, ne? Der ist so bröckelig, der Käse. Och, danke, Mann. Der krümelt fast wie so ein Toast. Muss ich ihn ganz aufessen? Ja, doch, fürs Video, oder? Alter, wenn es da keine Likes gibt, ne? Das geht nicht, oder? Wollen wir ein bisschen rummachen? Alter, boah, geil, ey. Ey, der zerfällt im Mund. Der ist so eklig. Und man kann nicht runterschlucken, oder? Machen. Ich glaube, ich müsste daraus mal ein Street-Comedy-Format machen. Ein harzer Käsestück in einer Minute. Nein, du musst, vielleicht auch, ist ein 10 Euro geben. Oh, aber es gibt da bestimmt irgendeinen, der sagt so, ja, mag ich voll, und zieht das Ding weg. Ey, du hast ein Stück gegessen, ein Bissen. Ich kann nicht mehr. Wirklich, das ist unmöglich zu essen. Kommt da ist irgendwas drin? Keine Ahnung, das sind so eine Kerne oder keine Ahnung, was das ist. Oh, geil. Ey, ich kann das nicht aufessen. Oder es sind halt Schimmelflecken. Das wäre nicht schön. Boah, geil. Boah, geil. Boah, ich glaube, ich muss wirklich kotzen. Boah, Alter. Alter, es ist so ekelhaft, Mann. Vor allem, wenn ich den anderen essen würde, das wäre ja ein Porno dagegen, Alter. Boah. Ich esse jetzt mal den anderen, also, wie gesagt. Nein, probier bitte nur das Stück. Nein, 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 nein. Ey, das ist deine Strafe. Hier, das sind die, die ich sogar essen würde. Die sind halt echt haarig. Da. Aber die kann man sich geben. Also, die sind zwar auch eklig, aber nicht so eklig wie das. Ey, ich kann das Zeug hier nicht mehr essen. Ich habe schon die Hälfte, ich kann nicht mehr. Zeig mal, wie klein deiner war und wie groß der hier ist. Ey, das ist das Doppelte und das ist öfter. Ja, ich das öfter. Wie klein deiner ist, wie groß meiner ist. Boom, Junge! Ich muss ehrlich sagen, wenn man 1, 2, 3 Bisse genommen hat, dann ist es nicht so schlimm wie beim ersten Biss. Da kommt sie durch. Aber ich kotze trotzdem. Oh, das sind so Bröckelchen, ne? Wirklich irgendwie lecker. Ach, geil. Den Rest kannst du ja auch mit nach Hause nehmen dann, ne? Für später. Mann, ihr müsst das unbedingt mal versuchen. Das ist so eklig. Ich empfehle es wirklich nur weiter. Es ist einfach geil. Jetzt geh bitte zum nächsten Mädchen, was du wirklich ernsthaft kennenlernen willst und sagst, hallo. Nein, einfach direkt zum Kuss. Boah. Boah, geil. Boah, geil. Ey, ich schwöre dir, ich kann das nicht essen. Das ist so viel. Aber ich muss... Das ist jetzt schlimmer als Toast, oder? Das ist viel schlimmer als Toast. Ich würde jetzt lieber noch 10 Scheiben essen. Alter, ich kotze gleich, Mann. Ey, Junge, du könntest mir mit einem Gürtel auf den Rücken schlagen. Alter, das wäre mir lieber. Alter, ich will's nicht mehr. Ey, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses Zeug. Es ist so widerlich. Es schmeckt richtig nach, keine Ahnung, erbrochenem. Bah! Boah, Mann, nee. Mach's doch mal auf. Ach, in der Zeit kann ich ein bisschen Promo für mich machen. Wie gesagt, guckt mein letztes Video an. Da gebe ich Leuten 50 Euro, wenn sie in einer Minute 2 Toastscheiben schaffen. Ja, wenn ihr mich bei Instagram noch nicht habt, ne, dann abonniert mich einfach mal. Hier, abgebildet von mir. Nein. Von mir. Oh! Ey, du hast es ja gleich. Das wird safe das ekligste.
Guck dir diesen Brocken an. Beziehungsweise aber. Nein! Nein! Jetzt sogar noch mit Haaren. Oh, noch besser, geil. Premium. Ich kann es nicht glauben, dass ich das Ganze gegessen habe. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, weil ich hätte es nicht gemacht. Wäre das meine Bestrafung gewesen, ich hätte es nicht aufgegessen. Alter. Du Sohn. Habt ihr mich endlich? Habt ihr mich endlich? Guten Tag. Habt ihr mich endlich, ja? Die Polizei. Mach Kamera aus. Endlich. Oh. Alter. Ey, ich komme nicht drauf klar. Das ist richtig, gerade richtig übertrieben gewesen. Aber ich habe noch Bock auf noch einen. Alter. Ja, gönn dir die ganze Packung. Wie groß? Und das ist alles jetzt in meinem Bauch. Und es ist so widerlich, Mann. 50 Gramm. Na, die haben ja auch nur 1 Euro gekostet. Ja. Boah, da ist sogar Knoblauch drin. Bin ich da jetzt ein Fett, Alter. Boah, habe ich richtig was Gesundes gegessen. Auf jeden Fall würde ich sagen, war es jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch so ein bisschen unterhalten, auch wenn es so ein bisschen stumpf war mit diesen trockenen Toast essen und so. Ja, mehr essen als reden. Ja, genau. Wenn ihr mehr Bock habt, solche Videos mit, mir... Was? Urge! Mit Urge zu machen, Urge. Zu sehen. Dann schreibt mal ein bisschen in die Kommentare und spammt mal in die Kommentare, ob ihr das auch mal machen würdet oder nicht. Oder wie viel Toast ihr schaffen würdet. Ich würde einfach mal sagen, ihr nehmt euch eine Toastscheibe, wenn ihr sowas zu Hause habt. Oder geht halt kurz zu Nile, nehmt euch da eine Toastscheibe raus. Und wirklich, mit Stoppuhr, wie lange ihr braucht für eine Toastscheibe. Bis auf eine Stelle hinterm Komma so, sagt ihr mir eine Zeit und ne? Dann schreibt es einfach mal in die Kommentare oder schickt mir ein Bild oder Video auf Instagram. Ihr wisst Bescheid. Aber keinen Faken hier von wegen 30 Sekunden oder 20 Sekunden. Ich glaube, das ist zu machen, aber ich glaube nicht, dass einer von denen das drauf hat. Wenn nicht, dann filmt es wirklich und schickt es Kiran oder so. Abonniert auf jeden Fall meinen Kanal. Checkt auf jeden Fall sein Sweet Comedy Video ab, was er mit dem Toast gefilmt hat. Ist auf jeden Fall zu heftig geworden. Und ich würde sagen, wie gesagt, checkt Instagram, Snapchat ab. Wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Also haut rein. Ciao. Ciao. Den Fuchs kriegst du später. Ich steck mir jetzt den Finger in den Hals. Ich kann wirklich nicht mehr. Oh, mein Manager schon wieder. Oh. Ich muss los.